Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem, ja, ich hoffe doch lang ersehnten DayZ Let's Play wieder mal. Ist ja schon lang genug her, wo die letzte Folge rausgekommen ist. Ist irgendwie immer was dazwischen gekommen, wenn wir aufnehmen wollten. Aber jetzt sind wir hier und haben es endlich mal geschafft. Ich spreche von Bier, weil ich nicht alleine bin. Und zwar ist der Tim mit am Start. Ja. Und da ist leider nicht gerade bei mir hier unterwegs. Ihr habt gerade das Schild gesehen, bis in den Balota vorm Airfield. Und zwar ist der Tim an der Military Base, beziehungsweise da in der Nähe. Und ihr seht schon, ich bin hier auf Balota Airfield und wollte euch das mal zeigen, weil mit dem letzten Patch 0.49, der jetzt schon 2 Wochen, glaube ich, her ist, hat sich hier ein bisschen was geändert. Ja, das Balota Airfield ist eigentlich gar nicht mehr so interessant. Es lohnt sich eigentlich weniger, hier noch hinzugehen. Server ist voll übrigens. Nur um das kurz anzumerken. Ja, mal gucken, ob wir hier auf Spieler treffen. Wäre ein bisschen schlecht, weil ich keine Waffe habe. Bis auf eine Axt, aber naja. Da kann ich mich nicht wirklich verteidigen. War ich erschrocken, rausgekriegt, woher die Musik kommt. Woher? Ja, das lief über Steam. Ich habe ja extra wegen der Karte ganz kurz an meinen Standort zu benennen geschaut und da lief halt im Hintergrund Musik, warum auch immer. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mysteriös. Ja, und es ist einiges passiert während der letzten Folge. Kann ein paar lustige Geschichten erzählen. Aber das mache ich lieber, wenn wir hier weg sind. Aber hier liegt auch nichts mehr. Was zu essen. Ja, was wurde geändert auf dem Balota Airfield? Als erstes mal ist zu sagen, dass die Zelte weg sind. Also die Zeltstadt ist komplett weg. Und die Baracken sind ebenfalls weg. Wurden rausgepatcht, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls steht hier dann auf dem Airfield jetzt nur noch ja, zwei so Hangars, wo ich in dem einen, wo ich jetzt gerade hin bin, und eins daneben noch, und 2 Prisons stehen insgesamt hier noch und ein ACC, ein Tower, und ansonsten Umstandbild ist hier nichts mehr. Ihr seht schon, da drüben standen die Baracken, da ist jetzt so eine kleine, keine Ahnung, so ein kleines, was weiß ich, zusammengefallenes Gebäude oder so. Paar Ruinen. Da ist nichts, also da spawnt kein Loot, soweit ich weiß. Also ich habe da bisher noch nie was gefunden. Und wie gesagt, es lohnt sich nicht wirklich, hier noch hinzukommen. Man kann zwar mal einen Abstecher hier machen, aber viel erhoffen sollte man sich hier nicht. Als wir letztens hier mit Tim waren, also ich und Tim hier waren, war es das erste Mal, dass ich ein Airfield ohne eine Waffe, eine Schusswaffe verlassen habe. Also das ist schon, spricht für sich, glaube ich. Naja, liegt aber auch nichts mehr. Sehr, sehr schade. Ja, Spawnpunkte und so wurde alles geändert. Man spawnt jetzt unter anderem auch in Vibor. Beziehungsweise kurz vor Vibor. Deswegen wird die meiste PvP-Action auf dem Nordwest-Airfield abgehen. Weil, naja, wenn ich in Vibor spawne, laufe ich gleich mit zur kleinen Military Base und dann hoch aufs Airfield. Und da treffen sie dann halt alle, ne? Ja, aber wir haben jetzt für uns gesagt, wir zeigen euch mal das Balota Airfield. War ja zuvor schon nicht das beste Airfield. Aber mit den Baracken, naja, ohne die Baracken ist es jetzt komplett unnütz geworden in meinen Augen. Oh, ich müsste jetzt auch gleich vorbei der Military Base sein.
Wenn ich mich nicht verlaufen habe. Einen Map gerade auf meiner Zone. Hätte ich die mal gerade auf mir mitgenommen. Naja, hier liegt aber schon eine Schultasche und so rum, was nicht. Alter, hier ist noch was drin. What the fuck? Ja, läuft. Mal dazu und so. Egal, nehme ich eins mit. Ich bräuchte eine FNX. Ah, oh, eine FNX, wenn ich die finden würde, wäre. Puh. Echt nice. Lol. Iss. Beziehungsweise trink, nicht iss. Du hast auch noch keine Waffe, sagst du, ne? Doch, ich habe eine, aber null ohne Magazin, also ich habe einen Schuss drin. Achso, okay. Mach das hier gerade. Ah, schade, steht nichts drauf. Ja, ihr seht schon, er fehlt, ist komplett leer. Ich habe jetzt eigentlich alles gelootet, was man looten kann. Und ich gehe wieder mal ohne Waffe aus dem Öffentlichen raus. Aber hier scheint auch niemand zu sein. Ich hoffe, dass ich das selber auch von mir behaupten kann. Letztes Mal, als wir da waren, haben wir ja Feindkontakt gehabt. Und das ist dann glimpflich ausgegangen, weil ich erschossen wurde. Und das... Oh, oh, oh. Hey man! Alter! Weg hier! Alter, er hat kein Ding getroffen, aber er sprayt übelst rum! Oh mein Herz! Der schießt hier immer noch. Aber ich sehe den gar nicht. Oh, Alter, Herzklopfen. Scheiße. Ich sag's gerade noch, ja, hier ist niemand. 2 Minuten später fängt er ja an zu schießen, Alter. Oh.
Naja, DC-Community, ne? Ja gut, aber auf dem Airfield würde ich auch sofort schießen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin echt kein Bandit. Also um Gottes Willen. Aber in Military-Gebieten wird halt geschossen, ist halt einfach so. Aber ich bin voll an dem vorbei, glaube ich. Ich laufe vor den Hangars lang. Und dann bin ich in den Hangar rein und höre auf einmal übelst laut Schüsse, Alter. Die waren vielleicht, der stand vielleicht 5 Meter neben mir. Am anderen Ende, da am Georg gegenüber der Wand. Boah, Alter. Und er sprayt erstmal richtig drauf los, ne? Und trifft einfach mal kein Ding. Entweder war es jetzt nur ein Bug oder jemand hat hier gerade was getrunken. Ja, wo war ich? Lol. Schießt der immer noch? Alter Schwede, Mann. So, wo war ich? Genau, beim letzten Besuch der Military Base. Ja, letztes Mal war es ja so, dass, ja, Tim und ich Feindkontakt hatten. Also wir haben die Military Base ja, gelootet und dann bin ich außerhalb der Mauer gerannt und wollte auf Tim warten. Alter, hier läuft was und ich sehe es nur aus dem Augenwinkel, denke, oh scheiße, ein Spieler. Und was steht dann da? Ein Hirsch. Oder ein Elch oder was auch immer. Was auch immer das ist. Ja, auf jeden Fall hatten wir Feindkontakt und ich war außerhalb der Mauer, beziehungsweise außerhalb, naja, der Military Base und Tim ist drin noch rumgerannt. Und auf einmal kommt er um die Ecke. Oh, jetzt ist Server restart. Ey, ich will's doch nur erzählen, Mann! Oh, scheiße. Ja gut, wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder auf einem neuen Server. So, sorry für den kurzen Cut, aber Server Restart und so. Ihr seht schon, wir stehen jetzt wieder hier am Falota Airfield. Ich gehe ganz kurz noch mal rein, so dreist will ich es jetzt sein. Mal gucken, ob wir jetzt das finden. So, und... Alter, hier ist gerade eine Nade explodiert. Ich will es immer noch erzählen, Mann, ich komme einfach nicht dazu, Mann. Entweder war das gerade eine Nade oder eine Tankstelle. Oh, Zombie. Da liegt ein MP5. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Nein, Millimeter Munition. Vielleicht ein Magazin für die MP5. Als Lithium Sporter Magazin. Scheiße. Ah, gibt es nichts drin. Ich hab jetzt hier irgendwie Schiss, Mann. Stiefel. Oh, alter Schwede, war ich jetzt erschrocken. Meine Fresse, du scheiß Zombie. Alter, ging mir jetzt der Arsch, aber sowas von. Kenn ich, glaub mir, kenn ich. Dumme Sau, echt, ey.
Wow! Mein Gott!